Jugend in Bewegung. Jugend ist Bewegung und Bewegung ist Gesundheit. Das Leben bewegt die Körper bewegen den Geist beflügelt die Welt. Bewegung in Balance als Ergebnis gleichzeitiger Prozesse, bewegt der Körper als biodynamisches Ganzes, geheimnisvoll und schön, genauso filigran wie stark. Es ist das Leben, das Wissen schafft. Es ist die Wissenschaft, die das Leben erklärt. Mit Life Sciences erfahren die Lernenden des Gymnasiums wissenschaftliche Zugänge zu fundamentalen, mechanischen, biologischen und ethischen Fragen des menschlichen Lebens. Die Mathematik, die Naturwissenschaften, der Sport und die Pädagogik leiten die Jugendlichen zur analytischen und produktiven Auseinandersetzung an, Hand in Hand, interdisziplinär, praxisbezogen und ganzheitlich, ohne ihre Tradition als Fachwissenschaften zu verleugnen. Die Jugendlichen stellen sich mit ihrem Interesse dieser Auseinandersetzung und sie verlieren dabei nie ihr eigentliches Ziel aus den Augen: eine anspruchsvolle Zukunft in den Berufsfeldern Gesundheit und Prävention, Lehre und Erziehung, Bewegungspädagogik, Ingenieur- und Lebenswissenschaften. Der gymnasiale Bildungsweg Life Sciences der Kantonsschule Sursee ist eine Antwort auf die Forderung der Gesellschaft nach jungen Menschen, die in Natur- und Lebenswissenschaften gleichermaßen zu Hause sind, als Wegbereiter des 21. Jahrhunderts. Wer sich auf die Suche macht nach Chancen für fächerübergreifendes Arbeiten, der wird in den Life Sciences geradezu auf einen Musterfall stoßen. Kaum ein Bereich der Forschung heute berührt schon auf den ersten Blick so intensiv unsere Existenz, eben unser Leben. Sie finden hier Fragestellungen, die mit mathematischen und biologischen Methoden untersucht und beschrieben werden, und gleichzeitig haben sie auch kulturwissenschaftliche und ethische Relevanz. Es sind mehrdimensionale Erfahrungen und es sind auch mehrdimensionale Lernprozesse. Jedes Mal, so scheint es mir, wenn wir mehr wissen und mehr können in diesem Bereich, dann stellt sich bereits am nächsten Tag schon die Frage, ob man das, was nun erreicht sei, auch wirklich wolle, ob man das auch wirklich tun soll. In den vergangenen 100 Jahren haben wir es geschafft, unsere durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz von 47 auf jetzt 82 Jahre zu erhöhen. Und dann, wenn es 90 sein werden und wenn es 100 sein werden, dann wird man sicher nicht einfach mehr fragen, wie man das machen könne, sondern vielmehr, ob man das denn überhaupt wolle, wer es dann wann entscheide und am Schluss noch, wer denn die Folgen bezahle. Für uns war es so gesehen in einer solchen Welt sehr überzeugend, dass die Kantonsschule Sursee gerade das Feld der Lebenswissenschaften gewählt hat für das integrative Unterrichten.
Maßgebend ist nicht einfach die Wochenstundentafel, sondern zuerst die eigene Lebenserfahrung. Und diese ist gewählt der Zielgruppe entsprechend im Bereich von Sport und Bewegung. Es geht um Naturwissenschaften, da gefällt es uns, dass die Zusammenarbeit mit Leuten von der ETH gesucht wird. Und es geht auch um Grenzen von Bewegung und Bewegungserfahrung. Deshalb der Wille, die Absicht, mit dem SPZ in Notwil zusammenzuarbeiten. Gymnasium mit Life Sciences, das ist für uns ein beispielhaftes Vorhaben, das eine große Wirkung verspricht. Danke für den interessanten Beitrag. Auch ein riesiges Dankeschön an Dieter Ockerfels und an unsere Theatergruppe.